Hallo, es ist wieder Ultimate Team Zeit mit mir, dem Morlum. Und ihr seht hier beim Ultimate Team waren ein paar Verträge ausgelaufen. Und hier beim Jermaine Jones zum Beispiel, die musste ich natürlich verlängern. Ich habe das mit Silberverträgen gemacht. Großkreuz hier, der war auch schon komplett ohne Vertrag. Die Silberverträge deswegen, weil die runtergerechnet auf das Spiel oder auf Münzen pro Spiel, um es genau zu sagen, zu dem Zeitpunkt die günstigsten waren, als ich gespielt habe. Und ich habe eben gespielt und wollte dann, oder habe in dem Moment festgestellt, ich brauche ja noch Verträge. Das heißt, ich hatte da nicht großartig Zeit, noch zu warten, bis dann Goldverträge günstiger sind. Ja, zum Titel in der Liga haben noch 5 Punkte gefehlt, was eine machbare Aufgabe ist. Und die 5 Punkte wollte ich jetzt gerne noch holen. Und deswegen ging es auch direkt los zum ersten Gegner, Walt Junior. Der hatte ein Premier League Team, mal wieder. Und hat mir in den ersten 10 Minuten schon auch richtig Kopfzerbrechen bereitet, weil er sehr aggressiv auf den Ball gegangen ist und sich ein paar Chancen dadurch erarbeitet hat. Ihr seht es jetzt mal. Hier ging es direkt los. Ich habe in der Verteidigung ein bisschen gepennt. Hat er super durchgesteckt, auch Fernandes. Ich habe den Torwart rausgeschickt und konnte ihn zum Glück abfangen. Also er hat zum Glück nicht gelupft. Hier der Nachschuss über Lampard, der war natürlich lächerlich. Und so ging es dann direkt weiter. Ich hatte in der Abwehr quasi den Ball erobert und dann auch direkt immer wieder verloren, hier über Carroll. Aber seine aggressive, da im Übrigen geiler Pfostenkracher, da hatte ich richtig Dussel. Aber seine aggressive Art, da auf den Ball zu gehen, die konnte ich für mich nutzen. Ihr seht es jetzt hier über Shaqiri. Stoppt den Ball, zack, wird umgesetzt. Also der hat viel gegrätscht. Und ich lasse das mal direkt durchlaufen. Er hat nämlich jetzt hier schön eine gelbe kassiert. Und ich habe mir gedacht, grätschst du nur? ich nutze das für meine Zwecke aus. Und ja, deswegen hier direkt jetzt in einem Durchlauf. Ihr seht gleich, was dann noch passiert ist. Erstmal habe ich den Ball wieder verloren, äußerst unsinnig, aber habe ihn zum Glück wieder gekriegt, weil er da einen ganz sinnlosen Pass gespielt hat. Der war einfach viel zu schwach. Und dann direkt wieder raus auf Shaqiri. Kurz gewartet, er kommt an von hinten, einen Schritt auf die Seite, zack, gesetzt mich um mit dem vorbelasteten Mann, aber kriegt sogar direkt rot, weil er von hinten kam, nur auf die Füße. Ja, und so konnte ich das ein bisschen für mich nutzen. Und mit einem Mann mehr auf dem Feld konnte ich dann auch ein paar Angriffe mehr rausholen und hier in der 21. Minute bzw. 22. eine schöne Flanke auf Hand, der köpft und holt den Abpraller selber, macht es 1 zu 0. Wie gesagt, 22. Minute. Ja, das war natürlich ein recht angenehmer Start in dem Spiel. Also ein Mann mehr, beziehungsweise eher einer weniger. Und ich führe 1-0. Leider hier in der 28. Minute kam er nochmal zurück über den Kopfball mit Carroll, Andy Carroll. Ja, habe ich schlecht verteidigt außen. Aber was soll's? Er hat ja einen Mann weniger. Und deswegen ging der Ball immer wieder raus auf Shaqiri. Ich lasse hier einen vorbeigrätschen wieder. Dachte eigentlich, dass er da auch grätscht. Konnte dann hier schön durchstecken auf Rode. Der zieht ab, Latte und raus, das Ding. War schon mal ärgerlich, aber eine schöne Chance. Und dann hier wieder über die offene Seite mit Rode. Der hebt den toll rein auf Diouf. Diouf legt ihn quer auf Aaron Hunt. Hunt macht das Tor. 2 zu 1, 45. Minute. Es war schon die Nachspielzeit. Ja, sehr geil. Also direkt zur Halbzeit noch schnell die Führung rausgeholt. Ein schöner Pass vom Rode. Ja, musste ich querlegen auf Aaron Hunt, der war einfach besser positioniert. Und dann ging es hier weiter. Shaqiri lässt den Gegner aussteigen, am nächsten noch vorbei, steckt den Ball hoch rein. Aaron Hunt braucht den Ball nur noch rein schießen, ganz locker mit Fuß. Entschuldigt sich noch hier à la Mario Götze. Ja, war schön gemacht oben von Shaqiri. Also das war ganz stark und dann schön durchgesteckt. Aaron Hunt dann mit der Fußspitze. Rein das Ding. Ja, in die Mitte. Und so ging es dann weiter hier über Diouf, Großkreuz. Großkreuz lässt unten auch mal einen stehen, Entschuldigung. Schießt und Ball wird zur Ecke geklärt. Und die Ecke gibt es hier jetzt direkt auch im Anschluss. Hier Aaron Hunt schießt die Ecke. Die wird rausgeköpft auf Shaqiri. Der hält drauf von außerhalb vom 16er und haut das Ding einfach mal rein. Also Shaqiri in dem Spiel ganz stark, den einen Mann vom Platz, Tor aufgelegt, ein Tor selber gemacht. Der Junge ist echt sein Geld wert, absolut. Ja, schön gemacht.
ins lange Eck und ja, dann habe ich doch eine sehr komfortable Führung. Hier, man sieht es, ne, wieder Grätsche, haut schon wieder einen um, es gibt Gelb für ihn und im Prinzip ganz kurz danach, ja, schon wieder so eine Szene hier unten, zack, den Großkreuz einfach umgesetzt, die nächste Gelbe für ihn. Also, der hat in dem Spiel richtig dick kassiert an Karten. Ich konnte keinen mehr vom Platz provozieren. Aber trotzdem, ist sowas nicht schlecht, wenn man merkt, der Gegner grätscht viel, dann einfach mal ein bisschen was alleine versuchen, so Alleingänge. Das ist, gibt doch immer mal schön eine Karte. Ja, damit war der Aufstieg schon mal sicher. Drei verbleibende Spiele noch für zwei benötigte Punkte. Ist eine ganz gute Ausgangssituation. Der Titel ist doch in greifbarer Nähe wieder. Hier jetzt hatten wir allerdings ein Problem. Großkreuz verletzt. Ja, und in der Mannschaft war kein linker Mittelfeldspieler. Zumindest kein Bundesligaspieler irgendwie, den ich dafür hätte nutzen können. Also bin ich mal auf den Transfermarkt gegangen, habe gedacht, shopste mal ein bisschen. Und bin dann auch fündig geworden, und zwar bei Wolfsburg, den ehemaligen Dortmunder Perisic. Der hat ein ganz ordentliches Tempo. Ja, der Caligiuri wäre zwar schneller gewesen, aber Perisic hat auch noch einen guten Schuss und ist im Passen nochmal einen Tick besser, was mir dann auch wichtig war. Da er als linker Mittelfeldspieler durchaus auch mal die eine oder andere Vorlage geben sollte. Dann habe ich hier noch mit Verträgen ein bisschen rumgeguckt, musste aber auch auf den Preis achten. 800 zu 500, ja, ist dann je nachdem, wie viel Vertrag er hat, doch noch ganz gut. Aber hier war dann letztendlich ein mit vier Verträgen, was quasi preis-leistungstechnisch nochmal besser war. Dann habe ich den genommen und habe mir dann auch noch mal ein bisschen was im zentral-offensiven Mittelfeld angeschaut. Bin hier zu einem aktuellen Dortmunder gegangen, und zwar der Henrik Mkhitaryan, der doch für seine Leistungen einen ganz ordentlichen Preis hatte. Und dann habe ich mich noch mal in der Innenverteidigung umgeschaut. Ich will natürlich eigentlich die Bayern-Spieler, aber im ersten Moment war für mich hier Philippe Santana die bessere Wahl. Keine Sorge, die Bayern-Spieler wird es schon noch geben. Aber ich muss erst mal ein Team aufbauen, wo ich eine gute Basis habe auch. Und da habe ich jetzt mit den drei Leuten noch mal ganz wichtige Männer geholt und setze sie also auch hier in die Mannschaft. Ihr seht's, kommen direkt in das aktive Team für ein paar ausländische Spieler, die ich halt einfach noch so für einen Ernstfall drin gelassen habe immer. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich so ein Team, so langsam, ich muss immer noch an zwei Stellen nachbessern, zwei, drei Stellen, auf das ich aufbauen kann, mit dem ich dann quasi das Geld für den FC Bayern erspielen kann oder für die Bayern-Dortmund-Mannschaft, wie ich sie gerne hätte. Und ja, damit kann ich mir das Ganze quasi erspielen. Und ich habe jetzt hier so, ja, in der linken Verteidigung, linkes defensives Mittelfeld, also quasi. Mit Jones, da habe ich so ein Schalker-Eck. Ja, habe aber auch schon den einen oder anderen Spieler von Dortmund und Bayern jetzt drin. Also es ist auf jeden Fall, es geht in die richtige Richtung. Hier der nächste Gegner, wieder ein Premier League-Team, Prem Sluts. Ja, sehr toller Name. Die Stärke nochmal eins besser als der Gegner davor. Und doch ein ganzes Stück besser als ich. Ich bin ja bei meiner Stärke bei 77 geblieben und konnte hier aber über den neuen gleich Mkhitaryan schönen Angriff rausholen. Der flankt auf Diouf. Im Übrigen ging der Angriff aus von Perisic auf Mkhitaryan. Das heißt, schon zwei von den neuen direkt beteiligt. Die Flanke super schön auf den Kopf von Diouf. Der musste nicht mal springen, sondern das Ding nur reinnicken. Und hier auch wieder Mkhitaryan auf Perisic, der mal draufhält und es gibt eine Ecke. Also die Neuen haben sich ganz gut eingebracht ins Team. Hier direkt die Ecke im Anschluss. Zack, Kopfball von, na, Philippe Santana, dem nächsten Neuen, 2 zu 0. Also es waren jetzt quasi alle drei Neulinge schon direkt an Torszenen beteiligt. Hat sich gelohnt, würde ich mal sagen, der Einkauf bis jetzt. Und hier geht es schon in die zweite Hälfte über Shaqiri, der lässt einen Gegner aussteigen, rennt hier am nächsten vorbei und nochmal denselben aussteigen lassen. Also der war heiß, ja.
flankt den Ball dann rein auf Diouf, der kann aber leider den Ball nicht ganz erwischen, da hat ein Zentimeter gefehlt, dann hätte er den gehabt. Ja, und es ging weiter im Angriff, Mkhitaryan einen hohen Ball auf Diouf, der spielt einen super Lupfer, weil der Torwart rauskam, aber leider ein bisschen zu schwach, der Gegner kann klären. Ich krieg den Ball wieder, halte hier nochmal drauf mit Shaqiri, Ball wird abgefälscht und dann letztendlich erstmal wieder ein bisschen rausgeschlagen. Ich kann zwar hier nochmal mit dem Ball holen, aber mit dem Lupfer irgendwie nichts, kein Spieler erreichen. Ja, und dann war letztendlich hier der Ball dann auch verloren. Aber es war auf jeden Fall eine gute Druckphase von mir. Hier kam dann der Gegner aber nochmal zurück in der 75. Minute. Flanke, Fallrückzieher, den konnte ich gerade noch blocken. Und jetzt wird es gleich kurios. Er holt sich den Ball hier wieder. Und jetzt müsst ihr mal mitzählen. Also erstmal Seitfallzieher, flankt nicht an. Erste Ecke. Das war jetzt, da hat sie so ein bisschen was von diesem Momentum, von dem immer so gerne gesprochen wird. Ja. Ich kläre die Ecke, er kriegt sie hier wieder, legt sich zurück, zieht drauf, zack, zweite Ecke. Also ich konnte den Ball hinten einfach nicht mehr in den Griff bekommen und klären. Der kommt wieder zu mir, der Torwart klärt einen Ball, der eigentlich neben das Tor gegangen wird. Dritte Ecke. Ja, also es, da ist, hatte ich schon langsam so das Gefühl, das wird nichts mehr. Ich krieg ein Tor noch. Hier wieder zur vierten Ecke geklärt. Ja, und bei der vierten Ecke war es dann letztendlich auch soweit. Er kriegt den Ball, köpft ihn rein. 2:1 durch Terry. Ich weiß echt nicht, das war ein Witz, also ganz ehrlich. Aber ich habe im Gegenzug dann was Ähnliches gemacht. Hier, kuriose Szene, der schießt mit Santana an, Santana hält nochmal drauf, das war jetzt das zweite Mal Latte innerhalb von kurzer Zeit und der Ball prallt an den Kopf von seinem Torwart und rein. Ihr seht jetzt gleich nochmal hier, wie der Santana angeschossen wird beim Klärungsversuch und hält direkt drauf und dann, ja, Latte, Torwart, Tor und ich führe wieder 3:1. Gegner kam hier quasi im Anschluss fast wieder zurück zum 3:2. Und dann war das Spiel auch vorbei. Aber was war denn das mit den vier Ecken? Das ist ja echt, also in dem Moment, ich habe gedacht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich soll das nächste Tor kassieren. Felipe Santana war auch Mann des Spiels mit 9,6 Bewertung. Top-Einkauf, hat sich absolut gelohnt. Der Titel ist geholt und ja, wir sind in Liga 6. Und wie es da losgeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Macht's gut, euer Morlum. Tschüss.